Und was auf keinen Fall in unserer Sendung fehlen darf, ein weihnachtlicher ATV-Menü-Tipp. Trüffel, Weihnachten nähert sich in großen Schritten. Zum Abschluss unserer Sendung gibt's einen weihnachtlichen Menü-Tipp von unserer ATV-Fernsehköchin Helga Kobalt. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir fertigen gemeinsam heute mit euch, wie zur Weihnachtszeit, die schönste Zeit im Jahr, fertigen wir gemeinsam eine Trüffel. Trüffel klingt viel aufwendig, ist es aber mit dem Thermomix wirklich nicht. Wir gehen einen Vorgang starten, tun eine Schüssel drauf, dann kann ich das super einwiegen. Wichtig ist, dass die Waage auf Tara ist, dass es das Null ist. Ich habe es eigentlich schon vorbereitet. Dann gehen wir auf Weiter und jetzt kommen die restlichen Zutaten ein. Nüsse blanchiert. Auf Weiter. Mit der Waage ist es wirklich cool, dass euch alles angezeigt wird. Für das liebe ich den Thermomix. Jetzt ist er laut, aber nicht lang. 3 Sekunden. Dann ruft er uns und wir dürfen die Nüsse umleeren. Nüsse umleeren, kurz auf Seiten stellen, die brauchen wir nachher wieder. Weiter, dann kommt die Kuvertüre rein. Schokoreiben, wie ihr seht, ist auch immer sehr aufwendig, aber mit dem Thermomix mit Leichtigkeit. Noch einmal kurz laut, aber wirklich nicht lang. Ganz einmal kurz reinschauen, 10 Sekunden, also richtig wie weißer Pulverschnee. Dann auf Weiter. Die Butter habe ich natürlich auch schon vorbereitet. Das ist wichtig, dass sie weich ist. Dann die Sahne und, so wie ich gleich dazu gemischt, ist Kokoslikör. Also es riecht schon richtig Kokos, weihnachtlich, richtig gut. Jetzt tun wir das Ganze vermischen und gleich auf 50 Grad auf kontrolliertes Erhitzen tut er jetzt kontrollieren. So, jetzt hat er uns das gut erhitzt. Jetzt kommen die Nüsse rein. Riecht gleich so gut, ich sag's euch. Ein bisschen Alkohol schadet nicht. Jetzt tut er das Ganze noch zerkleinern, vermischen. Das Rezept findet ihr im Cookie-Doo unter Haselnusstrüffel. Jetzt kehrt es in den Kühlschrank und wir sehen uns dann wieder. Wir füllen das in ein Gefäß um, geben es in den Kühlschrank und dann hören wir uns wieder. Nach circa 2 Stunden, wenn es ein bisschen länger ist, ist wirklich kein Problem. Holt es bitte aus dem Kühlschrank, die Masse. Und dann werden kleine Kugeler. Ihr seht es auch da, er sagt es euch ganz genau an, formt kleine Kugeler ins Kokosgemisch. Und als kleiner Tipp, wenn ihr keine blanchierten Haselnüsse kriegt, meine Lieben, dann bitte könnt ihr es auch selber machen. Ich zeige es euch da beim Tipp. Dann kann ich nochmal beenden und gehe nochmal aufs Rezept zurück. Und da kann ich genau schauen, wenn ich den Tipp anschauen will. Da steht es unten, Tipps und Tricks, kannst die Haselnüsse auch selbst blanchieren. Ist auch ein bisschen günstiger, wenn man es macht. Geht aber auch genauso mit Mandeln, was ihr wollt. Schaut, dann tun wir den kurz. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Ich finde das einfach eine gute Idee. Einfach eine Schüssel zum Verschließen und dann kommen da die fix fertigen
cooler aus. Ja, jetzt wird es, kennst du das auch? Jetzt wird es, bitte. Dann habt ihr die fix fertigen Kugeln, die sind jetzt wirklich verschwunden. Habt wunderschöne Kugeln. Wichtig ist, dass ihr es bitte kühlen tut, weil sie sonst nicht so lang haltbar sind. Schaut mal, da habe ich schon ein paar vorgemacht. Ihr könnt es auch liebevoll verpacken. Ich finde es immer lieb, wenn man selber gemachte Sachen schenkt. Und ich kann euch nur ansagen, macht es euch, macht es uns noch, genießt es. Also Rezept, haben wir eh schon gesagt, findet ihr auf Cookidoo. Findet auch gern bei mir, wenn es bei mir reinschaut, in mein Homepage oder auf ATV findet ihr die Rezepte auch. Ich werde gleich einmal eins kosten und noch einmal Füllmarin auch und ich glaube, das wird uns schmecken. In diesem Sinne, eine wunderschöne Weihnachtszeit, meine Lieben, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Eure Helga Kobalt. Mahlzeit.